Und wir spielen heute The Division, die Beta. Heute ist Sonntagmittag, wie ihr vielleicht alle wisst. Wahrscheinlich der letzte Tag dieser Beta. Und ich kam ja gestern leider nicht mehr dazu. Deswegen würde ich sagen, springen wir ins Spiel. Und sagen, Spiel fortsetzen. So. Jeder, der Bock hat, mit mir zu spielen, auf der Xbox One spielen wir das. Der ist herzlich eingeladen, via Twitter mir seinen Gamertag einfach zu schreiben. Ich habe Twitter nebenher offen und dann werden wir das tun. Sahnekuchen. 19 Leute gucken zu, das gefällt mir. Das kriegen wir heute hin. Alle, die diesen Livestream dann verpasst haben oder ihn sich nochmal angucken wollen, werden dann hoffentlich, sobald uns die Technik nicht zu sehr abratzt, die Chance haben, das auf YouTube dann auf Game Inc. zu machen. Und wenn jetzt Leute aufschreien, hey, warum auf der Xbox? Ich habe nur dafür einen Code bekommen. So easy it is. Ihr seht es natürlich leider auch nur in 720p, weil ich es nebenher noch aufnehme, da ist nicht mehr drin. Und es ist dunkel. In New York City. Und bevor wir hier blöd rumlatschen, gucken wir uns doch mal an, ob hier irgendwie was zu tun ist. Nebeneinsatz. Nebeneinsatz finde ich gut. Da laufen wir mal hin. Der ist aber in der anderen Richtung. Also falls es irgendwelche technischen Probleme gibt, gerne in den Chat schreiben. Die versuchen wir dann zu lösen. Ich hoffe, Videospiel und meine Stimme, Audio kommen sich nicht so sehr in die Quere. Man hört ein bisschen was vom Spiel. Das kann man ja alles relativ gut einstellen, hoffe ich. Und ja, wir werden einfach mal dieses Spiel gucken. Ich werde so ein bisschen meine Eindrücke zu dem Spiel sagen. Ich warte jetzt so ein bisschen, bis noch ein paar Leute es gerafft haben, dass dieser Stream läuft. Und wenn wir eine angemessene Anzahl haben, werde ich vielleicht mal ein bisschen was zu meiner Erfahrung mit diesem Spiel bisher sagen. Weil das war auf jeden Fall ein Titel, der seit 2 Jahren bei mir immer im Hinterkopf geblieben ist. Und ich sage Hallo an alle, die jetzt mit dabei sind. Es war übrigens sehr schön gestern. Viele Leute haben mich auch auf Steam angeschrieben. Ich möchte mich nochmal extra bedanken bei allen, die mir sogar ein Spiel geschenkt haben. Ich meine, ihr seid ja verrückt. Die werde ich mir natürlich alle angucken. Ich mache meinen Fernseher noch ein bisschen leiser. Und dann spielen wir bestimmt auch mal zusammen. Je nachdem, wie die Zeit da gefunden wird von mir. Gucken wir uns hier ein bisschen um. Sehr, sehr schön. Ich gucke auch noch mal selber, ob alles klar ist. Wow! Da war ich kurz nicht aufmerksam. Aber das ist kein Problem. Habe ich auf die Granate geballert. Ist ja schön in die Luft geflogen. Waffentalente. Okay, Schusswaffen aus der Elektronikausstattung. Oh, wir sind schon vorbeigelatscht. Okay. Dann nochmal zurück. Ja, gestern haben wir auch noch Doom gespielt, eine Stunde, glaube ich. Und das war eigentlich ganz nett mit euch. Das hat mir sehr gut gefallen. Okay, ihr seid gut. Jetzt bin ich tatsächlich da einfach blöd dran vorbeigerannt. Okay, hier ist es also. Ist das auf dem Dach, ne?
Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Da oben geht's rein. Will wohl von der anderen Seite irgendwie aufs Dach kommen? Ah. Ich verstehe. Analysiere. Wiederherstellung abgeschlossen. Echo aktivieren. Untersuchen. Ach, das ist mit Code gesichert, kann das sein? Okay, die Beta läuft also bis morgen noch. 12 Uhr. Okay, irgendwas übersehe ich gerade noch. Oder nicht? Komme ich da rein? Vermisst gemeldet. Ja, die ist da reingegangen. Ingame-Sound ist noch ein bisschen zu leise. Dann versuche ich das doch mal kurz zu beheben. Den habe ich extra besonders runtergestellt, damit wir da nicht in Teufels Küche kommen. Aber jetzt gucken wir doch mal, ob das Programm das gleich übernimmt und es ihn lauter macht für euch. Ich raff das nicht. Ja, ich weiß, dass ich da hoch muss, aber wie komme ich da hoch, ist die Frage. Da komme ich halt einfach nicht rein. Vielleicht vom Dach darunter? Echo available for playback nearby. Ja, das wissen wir jetzt, dass da so ein Echo ist. Kommen wir vielleicht von hier hinten da hoch. Wäre jetzt meine Vermutung. Wenn hier so hüfthohe Sachen sind. Ah ja. Aktivieren wir auch hier mal das Echo. Okay, gehen wir mal da hoch. Ich kann ja mal ein bisschen was zu dem Spiel sagen, was ich davon halte. Vor 2 Jahren, glaube ich, gab auf der E3 so die ersten Trailer. Okay, hier kommen wir rein. Und da muss ich sagen, kann ich mich an die Wand und Tür öffnen? Nee, kann ich nicht. Und die Grafik war zu damaliger Zeit natürlich top. Und war sehr flashig, das alles zu sehen. Es ist halt leider mittlerweile nicht mehr so toll von der Grafik. Man hat schon Besseres gesehen. Aber man hat viel Detail drin. Die Häuser sind leider häufig dieselben bis jetzt. Also vom Layout, wo dann nur mal eine Kiste ein bisschen anders liegt. Aber es macht Spaß zu erkunden und vor allem im Multiplayer, den wir hoffentlich nachher auch noch ein bisschen zocken können. Macht es auf jeden Fall eine Menge Spaß. Falls wir im Multiplayer zocken wollen, müsst ihr mich entschuldigen, da ich wahrscheinlich kein Headset anhaben werde. Aha, hallo. Jeez, you guys are quick. Can I get out of here now? Ja. Da ist ja noch eine Gitarre. Willst noch jemanden dir rüberhauen? Ein Müsli-Riegel, mit dem können wir uns heilen. I'll be in touch.
Low out. Low out. Laut. Okay, nehmen hier alles mit. Ein Brandgeschoss, geil. Wir haben gestern noch bis um 4 Uhr gestreamt, für alle, die es nochmal wissen wollen. So. Ich gucke auch immer mal parallel auf Twitter, ob sich da jemand gemeldet hat, der spielen will. Ich habe leider eine Freundschaftsanfrage nicht erhalten. Das tut mir sehr leid, aber ich habe geguckt und da war nichts. Aber für alle, die mitspielen wollen auf der Xbox One, einfach mal nach Frubi suchen. Das ist mein Gamertag. Da kann man... Oh shit, das war nicht so intelligent. Da kann man gerne mal einfach nach mir suchen und mir eine Freundschaftsanfrage schicken. Dann können wir zusammen spielen. Dass man Twitter auch sich nicht aktualisiert von selber. Finde ich ein bisschen nervig. So. Jetzt sage ich hier auch mal Chat pop out, weil das scheint alles zu funktionieren. Dann habe ich nur euch im Chat. Tja. Was mir an dem Gameplay ein bisschen fehlt, ist, dass man nicht in die Hocke gehen kann. Was ich echt ein bisschen schade finde. Dann haben wir ein schönes Deckungsfeature, das gefällt mir. Und ein bisschen von... Oder was heißt ein bisschen? Man sich bei Splinter Cell bedient hat, was aber auch gut funktioniert. Was ich auch dort sehr mochte, weil es schön dynamisch ist. Mission wählen. Gucken wir doch mal, was haben wir noch offen? Da haben wir doch was. Way to go, Agent. If you manage to make it back here alive, we got a little something for you. Though I do have someone else I can give it to if you bite it in the meantime. Naja. Just being practical is all. Und over. Man muss sich so ein bisschen in die Steuerung finden. Das Zielen, finde ich, funktioniert nicht ganz so. Ist halt eher ein MMO, wo die Gegner recht viel aushalten. Selbst wenn man Headshot macht, ist es halt nicht Insta-Kill. Was halt in so einem Setting ein bisschen schwierig ist, weil es halt doch sehr auf Realismus geeicht ist. Jetzt gehen wir mal hier in unsere Basis, die wir auch mit der Zeit ausbauen können, um unsere Talentbäume freizuschalten, so wie ich das verstehe. Hier können wir aber auch natürlich Waffen kaufen, etc. In der Beta ist halt leider nur eine Hauptmission zur Verfügung gewesen. Soll ich mit dir quatschen? Agent, the fact that you are not grievously wounded and being eaten alive by a wild dog right now is a testament to your competency. And possibly just the whims of destiny. Das ist natürlich cool. Können wir uns das bauen? Können ja mal gucken, ob wir uns da was zusammenwerkeln können. Was hat der denn? Ach so, der hat Ausrüstung. Ich bin natürlich eher auf Waffen bedacht. Was hat der denn für Waffen? Der hat leider keine coolen Waffen. Die wechseln auch irgendwie nach einer Zeit durch. Ach, in der Beta kann ich noch nichts ändern. Haben wir hier sonst noch was zu tun, wenn wir schon mal da sind? Nee, haben wir nicht. Dann gehen wir hier wieder raus. Füllen aber vorher unsere Munition noch auf. Das ist also die Xbox-Version, ganz genau. Ich weiß natürlich nicht, wie es am PC aussieht. Vielleicht noch mal einen Tick besser. Wobei die Texturen sind in Ordnung, wie ich finde. Vielleicht ein bisschen matschig. Man sieht aber Fußspuren, was sehr schön ist. Ich weiß nicht, wie lange die bleiben. Das habe ich jetzt noch nicht getestet. Kann ich ja mal durchstapfen. Schön fände ich es auch, wenn die Jahreszeit wechseln würde. Das würde mir sehr gut gefallen. Und ich denke, ob das Spiel sich festigt, ist, ob man interessante Missionen hat. Oder ist es nur, geh dahin, töte das und beschaffe mir das. Also wenn man sowas wie hier mit, man muss Leute suchen, so ein bisschen Sherlock Holmes mäßig ein paar Hinweise zusammensuchen über diese Echos, das wird wahrscheinlich halt auch nicht sonderlich anspruchsvoll sein. Okay, der gehört auch zu uns. Hier muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die sagen, ey, die Stadt ist voll leer. Aber es ist halt auch nach einem Virusausbruch. Feindbasis angreifen. Und da ist das halt so, ne?
So. Dummer Mensch, der einfach auf uns zurennt. So, jetzt schnell die Waffe wechseln. Wir können auch hier die Schulter wechseln, das gefällt mir sehr gut. Und mit kurzen gezielten Feuerstößen kommen wir da am besten zur Rande. Okay, können wir nichts aufheben? So, wechseln wieder zu meinem Scharfschützengewehr. Ich bin so relativ auf Fernkampf gegangen. Das ist auch ein Scharfschützer. Aber den one-hitten wir. Es geht doch, wenn man ordentliche Ausrüstung hat. Es gibt dann auch in der Karte verschiedene Gebiete, die dann die Level repräsentieren. Jetzt muss ich kurz gucken. Ah. So. Der Nahkampfangriff ist so semi-cool. So, und die haben Rüstung. Sind schon also etwas geilere Gegner. Aber das war natürlich dumm von ihm, da hochgehen zu wollen. So, Polizeiholster. Gucken wir uns das doch mal an. Die Menüführung hat er auch immer mal wieder Änderungen erfahren. Und ist jetzt in so einem relativ langweiligen, klassischen Look geblieben. Da kann man sagen, findet man gut oder findet man schlecht, aber es ist halt am bedienfreundlichsten. So. Muss man ja so sagen. Ich meine natürlich, dass die Stadt so leer ist, weil... Upsa. Sowohl als auch. Also könnten ab und zu mal mehr Gegner noch rumlaufen. Noch so kleine versprengte Gruppen könnten es mehr sein, dass man mehr auf der Hut sein muss. Fände ich besser. So, hier gibt es jede Menge Zeugs zum Einsammeln. Waffenteile. Oh. Objekt plündern. Das plündern wir auf jeden Fall. Auch das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Eine doppelläufige Schrotflinte. Wir haben ja noch Platz im Inventar, also ist das alles kein Problem. So, wollten wir hier eigentlich hin? Ja, wir wollten hier hin. Gehen wir doch mal zu dem Kampf. Oh, das ist passant. So, immer aufpassen. Ich fände es auch lustig, wenn die Gegner sich ein bisschen besser tarnen würden. Upsa. Aber ich finde es schön, dass man so dynamisch über Gegenstände rüberkommt, dass man auch klettern kann. Und gewisse Höhen erreichen. Was macht ihr denn da mit den Balken? Das ist so typisch. Die lassen das Ding einfach fallen, wenn man in die Nähe kommt. Das ist in so vielen Spielen der Fall. Warum ist das so? Ich meine, ich habe die jetzt noch nicht immer berührt, dass sie sagen, oh, ich bin aus dem Gleichgewicht gekommen und habe das fallen gelassen. Einfach nichts. Schön wäre es natürlich dann auch, wenn man auf so Hochhäuser oder so kommen kann. Weil man hat bis jetzt nur so kleinere Wohnhäuser gesehen. Aber in so einem Hochhaus kämpfen, das fände ich interessant. So. Jetzt bin ich mal wieder auf der Hut. Da steht doch schon einer. Warning.
Hostile presence detected. So. Oh Mann, wieso haben die mich jetzt schon entdeckt? Das war gut. Auf den richtigen geschossen. Sehr schön. Man muss ja echt ein bisschen ruhiger vorgehen. Ähnlich wie in... Wo schießt du hin, Pfeife? Ähnlich wie in Rainbow Six. Das gefällt mir echt gut. Und ich habe gemerkt, wenn man sich auch abspricht und es nicht ganz so hektisch ist, kommt man deutlich entspannter voran. Gegner-KI, worauf ballerst du? So, der Bereich ist gesäubert. Ach, der hat auf den geschossen. Das ist ja Unfug. Was haben wir hier? Schützender Schoner. Na, das brauchen wir nicht. Aber hier ist ein Backpack. Das nehmen wir natürlich mit. So. Generalschlüssel, Geiselschlüssel erforderlich. Hast du einen Geiselschlüssel? Die reagieren auch nicht auf mich. Hey, da zielt jemand mit einer geladenen Waffe auf dich. In der Zeit, die ja auch nicht so sicher ist. Und es ist dem einfach egal. Ohne zu greifen. Und dass man Tasten auch so einen Tick halten muss, finde ich auch irgendwie nervig. Jetzt pass auf, wenn ich hier hinten drin jetzt eine Waffe finde, dann gibt es aber Ärger, weil das ist unlogisch. Ein Tracking-Schoner. Der war nicht besser, merke ich gerade. Dann switchen wir den gerade mal wieder. So, Waffe. Da haben wir ein paar neue. Oh, ein paar, die sogar ein bisschen geiler sind. Doch nicht. Rüstung. Erst ab Stufe 7. Können wir noch nicht. Aber hier haben wir... Laden die Grafiken erst noch ein bisschen nach. Man sagt, die ganze Zeit ist ja noch eine Beta. Aber wann kommt dieses Spiel raus? Lasst mich überlegen. In etwas über einem Monat. Also so viel Spielraum haben die nicht mehr. Die können wirklich nur noch kleine Änderungen machen. Es sei denn, es ist ein früherer Bild, was ich auch nicht denke. Weil das würden sie nicht machen, weil die nehmen natürlich das Beste, was geht. So, was ist hier auf der Seite? Da ist ein Pfeil. Das würde mich mal interessieren. Darf ich aber nicht hin. Ach, da geht's runter. Ja, ja, ja. Da dürfen wir noch nicht hin. Es gibt auch eine Kanalisation. Ich habe auch schon beim Season Pass gelesen, ein DLC wird die Kanalisation sein. Wo ich mir denke, das sollte irgendwie drin sein. Vor allem, wenn man da schon hin kann. Ist es dann, du springst da runter, stirbst. Oh, sie haben den DLC nicht, sie sind gestorben. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du mir eine Webcam schickst, werde ich wahrscheinlich nicht die ganze Zeit tanzen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das mal machen. Ich kann ja dann mal tanzen. Als Gegenleistung. So, ich mache alle Hütchen weg. Ha! Dürft ihr alle wieder umstellen. So. So, jetzt gucke ich doch mal, ob ich irgendwelche Leute habe, die mit mir spielen wollen. Auf Twitter nämlich.
Gut. Ich schreibe euch auch mal in den Twitch-Chat, wie ich heiße auf Xbox. Da dürft ihr mich gerne anschreiben. Wir können auch gerne Xbox 360-Titel spielen, die wahrscheinlich nicht schlecht sind. So, nicht wundern, warum das jetzt kommt, natürlich. Und ja, da schreibt jemand, er freut sich schon aufs Zeichnen. Auch das will ich unbedingt machen, weil da habe ich auch Bock drauf. Da würde ich nur auch gerne Webcam schon haben, bevor ich sowas mache. Weil die Webcam, die ich am Rechner habe, dann gucke ich immer nach unten und das fände ich blöd. Das sieht nicht geil aus. So. Hier gibt es halt einfach nichts zu tun. Elektronikteile. Gehen wir mal Richtung Elektronikteile. Upsa. Ihr seid damit gewarnt. Und ich habe nur einen, der das jetzt gerade noch spielt. Das ist sehr traurig. Wir können auch einfach mal... Genau. Wir gehen jetzt mal in eine Spielersuche. Irgendwo in der Richtung. Und dann schauen wir doch mal, ob sich da jemand zu uns gesellt. Das Bild wird gerade auch ein bisschen kalt. Schreibt Osmael, was haben die Leute davon? Von was? Ach so, ich verstehe. Ja, ja, ich. Connection zur Person. Ja, ich meine, ich finde es auch. Bei Reaktion finde ich eine Webcam ganz nett. Also, ich muss auch sagen, ich gucke mir auch Leute, die eine Webcam haben, vielleicht eher mal an. Aber die meisten nerven mich auch. Muss ich leider auch sagen. Aber wenn es jemand gut macht und der eine Webcam hat, finde ich, steigert es doch den Wert. Nur ich finde es auch ein bisschen schade, dass wenn die Webcam so groß ist, also wenn ich das mache, dann wird das Bild sehr, sehr klein werden, weil man soll ja hauptsächlich das Spiel sehen. Weil ich finde, das ist das Wichtigste. Ach, guckt euch das an. So lichttechnisch kann das Spiel ja doch ein bisschen was. Muss man ja doch mal sagen. Hier war ich auch schon so oft an der Ecke. Die Karte ist leider echt überschaubar. Du bist gut, das ist gut. Laden auch mal nach. Oh, wir können hier was öffnen. Oh, Happy Treasure. Elektronik gefunden. Wie ihr seht, ich habe halt echt schon einige Aufgaben gemacht. Da ist nicht mehr so wahnsinnig viel zu haben. Apropos zu haben, da könnte ich noch was holen. So, wunderbar. War da gerade was Unsichtbares oder habe ich mich verguckt? Ich glaube, ich habe mich verguckt. So, das mit der Spielersuche funktioniert ja auch nur so semi-gut. Hier ist einfach nichts zu tun. Guckt euch das an. Das ist mein Bereich, in dem ich... Ah, doch, hier ist was zu tun. Einsatztafel. Da laufen wir doch mal hin. Währenddessen kann ich schön in den Chat gucken. Mich würde es mal interessieren, ob sich jemand das Spiel holen möchte. Egal für welche Plattform. Ob das kickt. Weil ich meine, es hat schon ein paar besondere Sachen. Vor allem in der Dark Zone gibt es diesen nahtlosen Übergang von PvE ins PvP, wo man Loot sich holt und den dann aber abgeben muss, um ihn dann letztendlich zu bekommen. Und wenn man stirbt, verliert man alles. Also ein bisschen roguelike.
vom Spielprinzip. Das finde ich interessant. Ich weiß halt nicht, ob es sich lohnt zu kaufen. Es kommt darauf an, wie viel Content ist drin, wie viele unterschiedliche Missionen haben sie zu bieten, wie ich finde. Aber an sich ist das, es sieht ganz hübsch aus. Es spielt sich im Multiplayer auch echt angenehm. Das macht schon Spaß, vor allem wenn man sich spezialisiert in einer Gruppe und da abstimmt. Von den Waffen her, ich finde schön, dass es ein Waffencrafting gibt, was relativ nachvollziehbar ist. Aber das wird sich zeigen. Es ist halt Vollpreis. Das ist halt, ja, da muss man gucken, wie sich das halten wird. Ich würde fast empfehlen, ein bisschen zu warten, mal ein paar Testberichte, um den Umfang zu wissen, abschätzen zu können. Dann kann man schon machen. Hey, someone's a little jumpy. Hey, I thought you were on us. Don't chill, just chill out. Are you okay? So, auch nochmal hallo an alle, die es jetzt eingeschaltet haben. Oh, da liegt ein Laptop, der auch noch an ist. Das hätte ich auch gern. Der liegt aber wahrscheinlich schon seit Jahren. Aber ja, es gibt auch echt genug MMOs, da habt ihr schon recht. So. Aha. Offenes Grab, ha? Aber ob das so gesund ist? So, jetzt gucken wir mal, ob an diesem Brett hier noch irgendwas Sinnvolles ist. Eine Mission. Und ansonsten müssen wir in die Dark Zone gehen. Oh, guck mal, da sind noch andere Menschen. Ganz viele andere Menschen. Was tut ihr alle hier? Lesen. Das finde ich übrigens eine coole Aktion. Ich habe mir übrigens auch mal überlegt, ein Live-Durchgenudel zu machen über den Stream. Da gibt es auch ein paar Spieler, die da in Frage kämen. Darunter wären zum einen Soma vielleicht, wobei ich das noch nie gespielt habe und ich das immer ein bisschen gefährlich finde mit Chat. Oder aber auch Half-Life könnte ich mir sehr gut vorstellen. So, Agent. Da ist ein Agent. Das will ich doch mal kurz gucken, was das ist. Aber ich hätte sehr viel Lust auf Half-Life 2, dass man sich das mal zusammengibt, weil das ist ein Spiel, das habe ich wirklich schon oft gespielt, weil mir da häufig mal der Spielstand abgeraucht ist, weil der PC sich aufgehängt hat oder so. Auf Konsole habe ich es aber durch, auf dem PC habe ich es auch einmal durch, habe auch Episode 1 and 2 gespielt. Tja, wo ist denn der Kollege? Hier bist du. Ja, so viel habt ihr nicht zu tun. Mir ist nämlich ein bisschen langweilig. So, aber hier gibt's doch jetzt endlich mal ein bisschen was. Das machen wir. Kann ich eigentlich auch eine Spielersuche machen? Hier, kann ich euch einfach sagen, ich lade jetzt einfach mal Leute, die in der Nähe sind, zu mir ein. So ist es nämlich. Die sind schon Level 8 sogar.
So, die lade ich mal ein. Und vielleicht habt ihr Bock, mehr zu spielen. Ich wink auch mal ganz nett. Und vielleicht haben die Bock, sich mit mir zu verknüpfen. Und dann ziehen wir zusammen los und machen ein bisschen Missionen. Aber die haben scheinbar keinen Bock auf mich. Nun gut. Oh, was ist hier los? Dynamic Weather is incoming. Ach, das ist schon stimmungsvoll. Das ist echt stimmungsvoll. Das gefällt mir. So, dann gehen wir halt alleine los. Müssen wir halt ein bisschen vorsichtiger sein. Ist zwar nicht im Sinne des Erfinders, aber was will man machen, wenn keiner mit einem zocken will? Dann ist es halt so. Ich merke schon, so um die Mittagszeit ist ein bisschen schwierig, ne? Mit Streaming gucken. Da hat man gern noch selber was zu zocken oder hat was anderes zu tun. Das kann ich gut verstehen. Aber schön an alle, die hier sind. Sind ja doch ein paar. Fast 40 Leute. Das ist schon nicht so schlecht. Für meine Verhältnisse. Und für den zweiten Stream. Und das dritte Spiel, welches wir spielen. Ich kann mir aber vorstellen, jeder, der Bock hat, heute Abend bzw. Nacht nochmal mit dabei zu sein. Vielleicht nicht bis 4 Uhr, weil morgen ist Montag und jeder weiß, morgen ist auch wieder Rocket Beans am Start für mich. Da muss ich dann mal auch schlafen gehen. Ich muss ja Bundesliga machen. Das heißt für mich, ich kann zwar ein bisschen länger schlafen, aber zu lange geht dann halt auch nicht. Ich war heute schon ganz gerädert von gestern. Okay, die sind Level 4, die sollte ich hinkriegen. Falsche Waffe. Boah. Oh, weg, 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 weg. Boah, hat er mich noch getroffen, die Sau? So. Machen wir nämlich gar nicht lang rum. Das finde ich übrigens auch cool mit dem Wegrollen. Gefällt mir echt gut. Also da kommen schon echt heiße Gefechte zustande. Vor allem, wenn man dann im PvP ist und sein Zeugs abgeben muss. Wo dann echt was auf dem Spiel steht. Auffüllen. Wir füllen uns mal auf. Leben füllen wir uns aber nicht auf. Oh. Prinzessin Erdbeere, du hast doch auch gestern schon arbeiten müssen. Was machst du denn? Bist du Kellnerin oder so? Dass man so spät arbeiten muss? Am Wochenende vor allem, heute ist Sonntag. Heute wird nicht gearbeitet. So muss es sein. Nochmal so ein Leutnant. Rezeptionistin, okay, in einem Hotel dann wahrscheinlich. Ah ja. Dann mein Beileid für dich. Hast du dann wenigstens unter der Woche mal ein paar Tage frei, hoffe ich.
So, sehr schön. Das läuft doch. Das läuft doch. Und wir sind im Level aufgestiegen. Alles nehmen. Schutzmaske. Level 4. Das heißt, wir gehen kurz mal in unseren Inventar und gucken, was wir uns Neues so leisten können. Eine Schutzmaske. Haben wir eine bessere? Waffen können wir auch mal checken. Ob wir da jetzt was Besseres anlegen könnten. Besser wie die blaue Waffe wird es aber wahrscheinlich nicht geben, ne? Nee. Haben wir vielleicht eine andere Pistole? Wir auch nicht. Wir haben nur Müll. Nur Müll. Hm. Könnten höchstens sagen, hier Polizeiversion. Oh, Scar Militärversion. Die ist aber besser. Oh, hat die gleiche auch das gewechselt. Das ist ja super. Die hat gleich das Scope mitgewechselt. Das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Oh, die sind gefährlich. Gehen wir erstmal in Deckung. Ich schalte als erstes den aus, weil der auf mich zurennen wird und dann danach den mit der Granate. So. Gar kein Problem. Ja, wir brauchen nicht rennen. So. Und ich mag auch das hier, wenn man in der Deckung ist und man auf die Seite geht, dass man angezeigt wird, okay, du gehst jetzt um die Ecke. Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Okay, wir müssen irgendwie da hoch. Oh dear, sweetie. We just got some awful news here. Some very nice people are being held hostage by some of those rioters. Okay. I don't know what's happened to values. I'll just send you the coordinates. Okay, checken wir erstmal die Lage. So wie das aussieht, könnte es hier Scharfschützen geben. Reden wir erstmal mit denen. You're in. Go. We got your back. Move, move. Go, go, go. Ah, okay, ihr greift da an. Das ist so eine Geschichte. Alles klar. Aber sowas von Entdeckung gehen habt ihr auch noch nicht gelernt, ne? Nice. Sind die jetzt geflohen oder was? Tatsache. So, können wir das gerade noch mit einsammeln. Das gibt uns nämlich schön Erfahrungspunkte. Shit. So, hat er sich so gedacht. Seine eigene Medizin kosten dürfen. So, verschwommene Sicht. Okay, jetzt bin ich natürlich noch die Granate gelaufen. Aber das macht gar nichts. Noch eine AK gefunden. Wir machen jetzt als erstes die Mission fertig. Ich gucke jetzt auch mal, was der so schreibt. So, gehen wir doch mal auf leisen Sohlen weiter. Ich hab sie nicht gesehen, Herr. Aufmerksamkeit! 1000. Jetzt noch welche hinter mir, oder was? Nope. Okay, wir gehen da mal weiter.
Aber schön, dass man so in verwinkelte Gässchen durchkommt. Das finde ich eigentlich, das gehört dazu. Okay. Erstmal checken. Erstmal die Leute kommen lassen. Wissen, wo die sind. Ach, und die Kollegen, für die ich, denen ich da helfen soll, die kommen jetzt einfach nicht mehr mit. Das sind mir die Liebsten. Steht jetzt oben in der Beschreibung Pac-Man. Das geht ja wohl gar nicht. Ich habe extra das umgeswitcht. Da müsst ihr vielleicht mal refreshen. So, als erstes den mit der Granate. Dann den. Weil die bleiben häufiger mal in Deckung und kommen nicht näher. Weil näher kommen, das ist eigentlich das Gefährliche für mich. Zack. Schön Propangas. Okay, das hätte ich vorhin, als sie runtergekommen sind, machen müssen. Alter, okay, wie viele werden das denn noch? So, aber das läuft doch ganz gut. Oh. Ich könnte jetzt auch blind schießen, aber das ist auf die Entfernung nicht ratsam. Auch wenn die Waffe nicht so stark ist, von dem Schadensoutput, den die hat, sieht man schon gezielter Kopfschuss. Da geht halt doch nichts rüber. Finally. Well, thank you so much. That was terrifying. Now I need to get the hell out of here. So, hast du Angst vor Boxen? Ich kann auch wie immer nur sagen, wobei alle, die jetzt gucken, zugucken, werden wahrscheinlich schon die Sache mit Twitter und so festgestellt haben, dass man da immer sieht, wann der Stream anfängt. Je öfter ich das gemacht habe, desto sicherer wird es auch mit dem Aufbau und die Zeitabschätzung wird dann besser. Also könnt ihr euch da schon mal drauf freuen. Wer natürlich Spielevorschläge hat, immer gerne via Twitter zusenden. Ich kann die natürlich nur machen, wenn ich auch dieses Spiel besitze. Aber ich bin da offen für alles. Ich habe ja eine relativ ausführliche Bibliothek an Spielen. Da ist alles dabei. Ich denke, da kann ich jeden mal mit bedienen. Oh, da sind Elektronikteile. Wollen wir uns diese Elektronik... Oh, die sind da oben, glaube ich. Oder auf der anderen Seite. Nee, da holen wir uns die doch nicht. Und... ich denke schon, das kriegen wir hin, dass wir da mal vielleicht auch mal wöchentlich sagen, ich meine, Game Inc. läuft Montag, Mittwochs und Freitags, dass wir sagen, wir machen entweder, dass ein Freitag ein Video kommt, einen Livestream machen oder am Wochenende nachts, wenn da die Zeit vorhanden ist, könnte man das mal machen. Der hat da einfach hingekackt. Kusch. Ist da ein Huhn? Ah, guck mal, der reagiert. Ach, das ist ein Rabe, okay. Der gegen eine Box gehoppelt ist. Wir können auch sehr gerne mal Resident Evil spielen. Ich bin in die HD-Version, lade ich gerade auf dem PC noch runter. Ich habe aber Resident Evil 4 und auch das GameCube Remake, beides auf dem GameCube, und wir können gerne mal ein GameCube spielen. Ich finde, so alte Lappen hat man zu selten auf Twitch, dass jemand mal aus dem Zeitalter was spielt. PS2, Xbox 360, weil es noch nicht alt genug ist, dass man es ein Klassiker nennt. Oh shit. Die haben uns... irgendwie haben sie uns nicht gesehen.
die denken, ich komme von da. Haben sie falsch gedacht. Ja, einmal, wenn man sich einmal eingeschossen hat, ne? Dann läuft das. Secret of Mana auf dem SNES. Könnten wir natürlich auch spielen. Auch wenn ich sagen muss, ich habe kein SNES. Ich habe ein paar NES-Spiele, aber keine Konsole dazu. Ja, nehmen wir die mal mit. Können wir immerhin verkaufen. Was man nicht braucht, kann man verkaufen. Jetzt gucke ich mal. Können wir uns nicht einen Müsli-Riegel gönnen? Hier so ein entfernten Statuseffekte heilt 40%. Essen wir doch was. Das ging schnell. Hä? Es hat gar nichts geheilt. Gar nichts hat es nämlich geheilt. Okay. Das sind also Buffs. Ja, auf dem Emulator kann man auch ein bisschen was zocken. Das ist kein Problem, wenn das alles läuft, sage ich mal. Wir können uns aber theoretisch normal heilen. Aber die haben wir doch jetzt gerade alle besiegt, oder wie sehe ich das? So, jetzt nochmal Konzentration. Und die schön nacheinander weggesniped. Okay, das ist der Dicke, den spare ich mir fürs Ende auf. Je weniger Leute auf mich zielen, desto besser. Ja, schön, einer nach dem anderen wird er. Shit. Verdammt! Boah, der zieht mir zu viel ab. Verdammt, das hat sich ja gar nicht gelohnt, mich zu heilen. Tja, wo bin ich, Junge? Here I am! Arschloch, Mann. So, der hat sogar noch ein Medipack fallen gelassen, was natürlich sehr gut ist. Da liegt eine Waffe, glaube ich. Oh, das nehmen wir natürlich. Ein Scope. Gucken wir uns das doch mal an. Hm. Gucken wir mal, ob wir das vielleicht für die Waffe nehmen. Sagen Mod. Ich habe ja gar nichts an dem Lauf da dran. Was nehmen wir denn da? Nehmen wieder dieses Visier. Ja. Zack, was haben wir denn hier mittlerweile? Vierfach optisches Ad-Hoc-Visier. Packen wir das doch mal dran. Haben wir sonst noch welche Mods? Leider nicht. So, weil das auch die falsche ist. Die habe ich ausgerüstet. Da will ich das Ad-Hoc-Visier dran packen. So, yes. Aus Bronze sogar. Ist nicht nett. So. Schauen wir doch mal. Was schreibt der Chat denn? For Honor wäre natürlich auch interessant. Ich bin da sehr gespannt auf dieses Spiel. Weiß jetzt aber gerade nicht, wann das genau rauskommt. Aber das wird auf jeden Fall ein Titel sein,
und den wir uns angucken werden. Oh, jetzt sind die da oben. Ah, ich komme da links hoch. Das ist geil. Okay. Michelle Mason. Hä? Wo kommt ihr her? Wo kommt ihr her? Jetzt mal ernsthaft, wo sind die hergekommen? Wo kamen die her? Okay, das war jetzt nicht so schwierig, da auszuweichen. Ich denke, die Position ist auch nicht die schlechteste. Er ist nur... Oh, er ist nur sehr weit weg. So, der hat die fallen gelassen. Jetzt muss er weg. Nice. Okay, ich bleibe ein bisschen in Deckung. Versuche mich gerade ein bisschen zu heilen. So, da haben wir ihn besiegt. Kein Problem. Alles klar. War das jetzt witzig, nehme ich an. So, gehen wir mal hier hoch. Gucken, was der noch fallen gelassen hat. Und das finde ich halt super, dass man hier echt ordentlich hochkommt. So, wunderbar. Oh. Umgebautes SMG. Ist das geil, ist die Frage. Nein, nicht so geil wie das, was ich habe. Ich muss halt sagen, ich bleibe bei der Waffenaussteuerung. Ich habe die AK, die viel Schaden macht auf nahe Distanz. Habe die SCAR, die schön Einzelschuss hat. Auch mittlerweile gut reinhaut. Und wir gucken uns an, was noch zu tun ist. Nehmen wir diesen Einsatz, der hier in der Nähe ist, noch an. Ich mag auch die Karte, wie sie visualisiert ist. Nur was anderes. Jetzt gucke ich doch mal. Das würde mich jetzt auch interessieren, was da im Twitch-Ding steht. Da steht tatsächlich schon wieder Pac-Man. Durch den Interakt mit The Division. So, Leute, ich habe das jetzt geändert. Gibt's ja nicht. Ja, das mit Jan durch den Tag mit ist natürlich dumm. Ich dachte eigentlich, da steht dann einfach nur noch der Spieletitel. Ist halt leider nicht so. Ich gucke nochmal kurz auf Twitter. Gibt es da noch was? Es hat echt keiner dieses Spiel auf der Xbox One, oder? Division. Division, alles weg. Die Sausäge. So, jetzt gehen wir mal dahin. So, da kommen wir hier hoch. Das ist halt echt genial. Manche Sachen fehlen mir ein bisschen, aber prinzipiell macht das Spiel schon einiges richtig. Es läuft flüssig. Es sieht ganz passabel aus. Vor allem, oh shit. Vor allem, wenn dann mal ein paar Wettereffekte dazukommen. Okay. Wenn man den Ding-Modus wechselt, ändert sich auch... ...der Waffenmodus. Ich weiß auch nicht. Aber das ist auch eine Sache, dass man nicht aktiv sagen kann,
stell dich auf Einzelschuss, stell dich auf Mehrschuss. Das finde ich ist so ein bisschen doof. So, die Mission machen wir noch. Stromnetz unterbrechen. Und jetzt? Antenne reparieren. Ah, okay, ich muss mich jetzt beeilen und die finden. Tun wir das. Okay, hier ist eine Sackgasse. Hier ist aber auch eine Sackgasse. Ah. Der sagt er mir da runter? Oder kann ich da aus dem Fenster und dann auf einer anderen Seite wieder hin? Ah, hier geht's hoch. Das ist der Plan. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, das hat ihn erstmal ein bisschen selber kaputt gemacht. Was auch immer der hat. Rekrutenrucksack nehmen wir natürlich mit. Oh, da ist die Antenne. Da muss ich gar nicht da durch. 26 Sekunden. Ah ja, noch massig Zeit. So, Konsole benutzen. Kein Problem, würde ich sagen. Good. It's all fixed and nice now. I wish Benny were that handy. Wunderbar, und wir haben auch wieder ein bisschen Waffe bekommen. Was haben wir denn bekommen? Haben wir eine Scar noch? Ja, aber die ist nicht besser. Aber wir haben einen neuen Rucksack bekommen. Und ansonsten noch ein paar Sachen. Und wir spielen jetzt etwas über eine Stunde. Und ich werde den Stream weiterlaufen lassen. Aber das soll es erstmal von The Division gewesen sein. Von mir. Wir spielen das jetzt vielleicht noch ein bisschen weiter. Aber das war es von der YouTube-Aufzeichnung, wo ihr alle mit drin gewesen seid. Schön, dass ihr euch im Chat so beteiligt habt bis hierhin. Und ich kann sagen, es bleibt abzuwarten, wie dieses Spiel wird. Es hat schöne Sachen, wo mir eigentlich gefallen und wo ich Bock drauf habe. Es fragt sich, wie viele Leute das spielen werden und wie die zusammenhängen. Ja, und so viel kann ich jetzt erstmal dazu sagen. Vielleicht wechseln wir jetzt auch mal das Spiel. Ihr könnt gerne mal in den Chat schreiben, ob ihr auf irgendwas Bestimmtes Bock habt und euch da versuchen zu verständigen untereinander. Wir können gerne was auf der Xbox weiterspielen oder auch auf sonst jeder Konsole. Ich lasse den Chat und den Stream mal noch laufen, aber das war es jetzt erstmal von Game Inks live, dem ersten Mal mit The Division. Vielen Dank fürs Zusehen und ich verabschiede mich an euch, ihr YouTuber und YouTube-Zugesehene. Bis auf dann!